Das schöne Berlin wollen sich die Lausitzer heute anschauen. Eine Exkursion, die zufällig auch durch Marzahn-Hellersdorf führt, nur wenige hundert Meter vom Asylbewerberheim entfernt. Es ist heute das Gesprächsthema. Für uns unverständlich. Ich würde sagen, es haben sicherlich Fehler der Politik dort auch stattgefunden. In Provinz wurde immer gesagt, dass Hauptstadt und Kulturstadt und Weltstadt ist so viel toleranter und klüger und weiter sind in der Entwicklung und Provinz. Und erleben wir das Gegenteil. Ich verstehe das nicht. Ein Kultur- und ein Sportverein. Beide sorgen dafür, dass Neuankömmlinge in Sedlitz schnell Anschluss finden. Als Christelle und Jerome aus Kamerun vor 5 Monaten in dem kleinen Dorf bei Senftenberg landeten, dauerte es keine Woche und sie waren Mitglied im Sedlitzer Sportverein. It is like family. Very good. No problem. No problem. All people is very, very good. Habe ich denen das erklärt? Wie gesagt, dann auch ein Willkommensbeutel, Integration des Sport übergeben, da haben die schon gefreut. Jetzt sind sie richtig Mitglieder, haben entsprechende Trikots. Ja, und wir wollen uns auch dieses Jahr als Verein wieder beim DFB bewerben für den Integrationspreis. Es wäre nicht die erste Auszeichnung. Seit über 20 Jahren holt Heinz Meintok Asylsuchende und Migranten gezielt in seinen Sportverein. Junge Männer für den Fußball, genauso wie Kinder und Familien für Volleyball und Gymnastik. Wer lieber singt oder kocht, wird im benachbarten Senftenberg vom Integrationsverein umworben. Jeder darf sich zeigen. Nicht nur Hilfe bekommen, sondern sich zeigen, welche Talente er hat. Und wir geben jedem eine Möglichkeit, auf der Bühne oder Rezept oder singen oder ich weiß nicht, die Talente zu entwickeln. Das Sedlitzer Heim selbst, mitten im Ort und doch im Grünen, ist vor 3 Jahren komplett saniert worden. Aber auch hier wird es in Zukunft eng. Der Landkreis reagierte rechtzeitig mit einem Erweiterungsbau. Wir haben also vor wenigen Tagen schon, das heißt am 4.9. hier den ersten Spatenstich zu setzen, wollen dann also die Kapazität um 27 Plätze erhöhen. Das Ganze ergänzt noch durch einen Sozialtrakt und auch durch entsprechenden Küchentrakt dazu. 170 Asylsuchende sollen dann hier wohnen. Für die Sedlitzer völlig in Ordnung. Man kennt sich, in 2 Wochen wird wieder gemeinsam gefeiert im Dorf. Wo auch hier die eine Kulturgruppe hier daran teilnehmen wird, das läuft. Vor circa 4 Wochen gab es ja mal hier einen Tumult. Da haben wir eben 10 Jugendliche und das waren sie hier Rabatz gemacht. Aber die sind durch die Einheimischen, sind die hier, wie gesagt, verjagt. Und das nicht nur, weil hier die besten Fußballer vom Sedlitzer Sportverein wohnen.